Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Wenn alles gut gelaufen ist, dann kriegt ihr dieses Video heute nach dem Top 10 Performance Video. Ich dachte mir, ich haue heute einfach mal zwei raus, weil es in letzter Zeit echt gut auf dem Kanal abging. Also praktisch als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk heute für euch zwei Videos. Viele von euch fragen mich ja immer nach Highschool-Talenten und gestern habe ich schon mal über LaMelo Ball und Zion gesprochen. Und deshalb nutze ich jetzt heute mal die Chance und gebe euch meine Meinung zu Ball Ball und Julian Newman. Also erstmal Ball Ball. Ich muss sagen, den Jungen feiere ich echt zu Tode. Ball Ball hat einfach eine Ausstrahlung auf dem Court. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Eigentlich ist es so wie bei Zion. Bei Zion denkst du auch immer jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, okay, gleich passiert irgendwas, was du noch nie zuvor gesehen hast. Und so geht es mir bei Ball Ball auch. Der Junge läuft da draußen rum wie ein Cheatcode. 2,21 Meter, aber trotzdem beweglich und sowas feiere ich einfach. Diese ganzen New School Kids, die einfach tall as fuck sind, aber spielen können wie Guards. Wir sehen ja, dass das in der NBA gut funktioniert. Du hast Porzingis, Giannis, Ben Simmons. Die sind eigentlich alle viel zu groß für ihr Skillset, aber sie spielen einfach wie Guards. Ball Ball passt genau an diese Sparte von neuen Spielern, sein Game gefällt mir gut. Natürlich ist er meistens größer als seine Gegenspieler, aber trotzdem arbeitet er an seinem Post-Move, statt einfach nur über die zu werfen. Er sucht auch immer den Weg zum Korb, was sehr wichtig ist für einen Center. Das Einzige, was ich gerade sehe, was ein bisschen komisch ist, ist, dass er seinen Wurf ziemlich tief ansetzt. Also wenn ich er wäre, dann würde ich den höher über die Schulter setzen, weil dann ist er wirklich nicht mehr zu blocken. Also von allen Highschool Kids gefällt er mir am besten. Ball Ball sieht einfach aus, als würde er den geraden Weg in die NBA laufen wollen. Dieser ganze Hype kommt nur von außen und er nimmt den nicht wirklich an. Und das feiere ich. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte für alle, die es nicht wissen, Ball Ball ist der Sohn von dem leider schon verstorbenen Manute Ball. Manute war ja 2,31 Meter groß, also wächst Ball Ball jetzt sogar vielleicht noch, wenn er am College ist oder wenn er in die NBA kommt. Ich glaube, Giannis ist mit 19 oder 20 auch nochmal 2 Inches oder so gewachsen. Also Ball Ball könnte genauso nochmal einen Schub kriegen. Stellt euch den Jungen jetzt einfach mal vor mit 2,28 Meter oder so, dann wird es langsam richtig scary und wir brauchen neue Körbe. Aber Spaß beiseite, ich schaue mir seine Highlights sehr gerne an und bin gespannt, was er am College in Oregon reißen kann. Ich glaube kaum, dass er nur ein Jahr spielt, also One and Done ist glaube ich nichts für ihn. Ich denke, der wird eher darauf schauen, sich zu entwickeln und braucht vielleicht noch ein paar Jahre, um sich Masse anzutrainieren. Aber lasst ihn 2-3 Jahre am College sein und dann könnte er es wirklich in die NBA schaffen und da vielleicht auch was bewirken. Bei Julian Newman bin ich ein bisschen vorsichtiger, was die Zukunftsprognosen betrifft. Ihr habt ja wahrscheinlich alle schon Clips von ihm gesehen. Dieses eine Video mit dem Titel "Hat Julian Newman besseres Ballhandling als Kyrie Irving" ist ja ziemlich viral gegangen. Um ehrlich zu sein, habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, dass Julian Highschool-Spieler sein soll. Früher gab es nämlich auch oft so viral Clips aus den Philippinen von irgendwelchen Streetballern und ich dachte echt, der wäre so einer. Aber bevor ich jetzt weiterrede, lasst mich erstmal sagen, ich respektiere jeden Jungen, der sich mit so einer Größe auf einem Basketball-Court stellt. Ich bin selbst erst mit 17 oder so richtig gewachsen und kenne also das Gefühl, der kleine Guard zu sein. Und Julian ist ja wirklich extrem klein und scored aber trotzdem so oft er will. Das respektiere ich schon hart. Sein Ballhandling ist natürlich nicht annähernd so krass wie das von Kyrie oder irgendeinem NBA-Spieler. Aber ich finde sein Ballhandling extrem interessant. Wenn ihr mal drauf achtet, der dribbelt seine Crossover extrem hart. Und was ich auch mag, ist, dass er sich sehr untypisch bewegt. Also der ist einfach so schnell und bei jedem Schritt zuckt sein Körper kurz in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Also ich glaube, sein Speed ist echt so schnell, dass er vom Kopf her nicht hinterherkommt. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern eher, dass Julian halt komplett nach seinen Instinkten auf dem Feld handelt. Ich habe also viel Respekt vor ihm als Spieler und wie er sich auf dem Feld gibt. Was mich stört, ist dieser LaMelo und Zion Hype um ihn. Also können die Leute diese Jungs nicht einfach mal in so einem Alter noch in Ruhe lassen? Was müssen da immer 20 Mann sitzen, die overrated, overrated schreien? Die stehen ja nicht mal selber auf dem Court. Also das stört mich halt, aber da kann er als Spieler erstmal nichts dafür. Ich wüsste gerne mal, wie diese Hoop-Mixtapes und Ball is Live-Videos funktionieren. Also ob die da was an die Highschool zahlen, dass sie filmen dürfen oder muss Julian irgendwas unterschreiben? Hat er da Mitspracherecht, was zum Beispiel die Videotitel angeht? Ich weiß ja nicht, wie es bei ihm familiär aussieht, aber als Elternteil würde ich denen echt sagen, yo, mach meinen Sohn nicht zu so einer Zielscheibe. Der ist 16 Jahre alt und 1,70 Meter groß und jetzt wird er in jeder Stadt getestet und hat so beschissene Fans gegen ihn, nur weil ihr ihn im Mixtape als neuen Kyrie Irving feiert. Aber wenn man das mal alles außen vor lässt, respektiere ich Julians Leistung wirklich. Für ein Division 1 College könnte es schwer werden. Ich weiß nicht, wie es da derzeit aussieht, aber ich sehe es persönlich nicht bei ihm. Und an die NBA glaube ich im Moment noch gar nichts. Der wäre ein Spieler, der super in China sein Geld verdienen könnte oder als End-One Mixtape Player, wenn es sowas noch geben würde. Von der Größe her und von den Skills, die wir bisher gesehen haben, glaube ich einfach nicht, dass es für mehr reicht. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Bonus-Videos. Wie gesagt, ich kann
kann öfter mal so kurze Videos mit einschieben. Die großen Porträts und Hauptvideos auf dem Kanal brauchen einfach immer verdammt viel Zeit im Schnitt und in der Recherche. Also wenn euch mal kleinere Themen interessieren, dann schlagt mir die einfach für so ein Video vor. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.